Nun gibt es ihn schon einige Tage, den Erlass des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat vom 23. März 2020, in dem sich die Bundesregierung zu den Folgen Corona-bedingter Baustillstände auf bestehende Bauverträge geäußert hat. Zwar sei es höhere Gewalt, wenn ein Großteil der Beschäftigten behördenseitig unter Quarantäne gestellt und der Auftragnehmer auf dem Arbeitsmarkt oder durch Nachunternehmer keinen Ersatz findet. Dasselbe gelte, wenn ein Auftragnehmer aufgrund von Reisebeschränkungen die Baustelle nicht erreichen könne und ein Ersatz nicht möglich sei. Auftragnehmer jedoch, die schon bei der bisherigen Leistungserbringung Schwierigkeiten hätten, sollen, so die Maßgabe des Ministeriums, durch eine Berufung auf die Corona-Pandemie bei der Abrechnung kein leichtes Spiel haben, sodass Auftragnehmer die konkreten Umstände der Behinderung darlegen und im Zweifel auch beweisen muss. So ist ein Auftragnehmer in der Ausführung nicht behindert, wenn er die behindernden Umstände durch Umstellungen im Bauablauf abfangen kann. Das Ministerium antwortet damit auf die in den letzten Wochen vielfach gestellte Frage, welche konkreten Auswirkungen die Corona-Pandemie als höhere Gewalt für laufende Bauverträge hat. Erstens, ist ein Auftragnehmer Corona-bedingt tatsächlich in der Ausführung behindert und beruft er sich darauf, wird er von seiner Leistungspflicht befreit und die Einstellung der Arbeiten stellt dann auch keinen wichtigen Grund für eine Kündigung des Auftraggebers dar. Darüber hinaus verlängern sich zweitens die Ausführungsfristen automatisch um die Dauer der Behinderung zuzüglich eines angemessenen Zeitaufschlags für die Wiederaufnahme der Arbeiten. Drittens, deshalb kann der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer auch keine Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche geltend machen. Ebenso wird viertens durch eine Überschreitung der ursprünglichen Vertragsfristen auch eine etwaig vereinbarte Vertragsstrafe nicht verwirkt. Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang ist aber die fünfte. Hat der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber Anspruch auf Entschädigung für die während des Annahmeverzugs unproduktiv bereitgehaltene Produktionsmittel, einschließlich Wagnis, Gewinn und allgemeine Geschäftskosten? Einig ist man sich noch darüber, dass dies maßgeblich davon abhängt, ob der Auftraggeber bei einer Corona-bedingten Verschiebung der Bauzeit in Annahmeverzug gerät. § 642 setzt nämlich lediglich voraus, dass der Besteller durch das Unterlassen einer Handlung, die bei der Herstellung des Werks erforderlich ist, in Annahmeverzug gerät. Die Frage ist aber, gerät der Auftraggeber bei einem Corona-bedingten Baustillstand in Verzug mit der Annahme einer vom Auftragnehmer angebotenen Bauleistung? Voraussetzung für einen Anspruch des Auftragnehmers auf Entschädigung. Das wäre dann der Fall, wenn ein Auftraggeber bei einer Corona-bedingten Unterbrechung der Baustelle eine ihm obliegende Mitwirkungshandlung unterlassen würde. Inwieweit muss er bei dem vom Bauunternehmer herzustellenden Werk denn überhaupt mitwirken? Zumindest muss er das Baugrundstück für die Erbringung der vereinbarten Leistungen zur Verfügung stellen. Grundsätzlich ist er auch gehalten, das Baugrundstück in einer Weise zur Verfügung zu stellen, dass der Bauunternehmer die von ihm geschuldeten Leistungen auch tatsächlich erbringen kann. Erforderliche Vorarbeiten müssen also bereits durchgeführt sein. Die Frage ist aber, hat der Auftraggeber mehr als ein vorbereitetes Grundstück zur Verfügung zu stellen? Oder anders ausgedrückt, bezieht sich die Mitwirkungshandlung nur auf die Beschaffenheit des Baugrundstücks, auf dem der Bauunternehmer die Arbeiten ausführen soll, oder auch auf die äußeren Umstände, die für die Herstellung des Bauwerks erforderlich sind?
Bezogen auf die äußeren Einwirkungen in Form von Frost, Eis und Schnee hat der Bundesgerichtshof dies in einer Entscheidung vom 20. April 2017 verneint. Denn hierbei würde es sich um Umstände handeln, die von keiner Partei beeinflusst werden könnten. Die Besonderheit bei Corona-bedingten Baustillständen ist allerdings, dass der Auftraggeber das Baugrundstück ohne jede Einschränkung zur Verfügung stellt. Die tatsächliche Möglichkeit, die Bauleistung auf diesem Grundstück zu erbringen, fällt in den Risikobereich des Auftragnehmers, zu dessen Aufgaben es gehört, leistungsbereit und leistungsfähig zu sein. Genau dies dürfte in den meisten Corona-Konstellationen nicht der Fall sein. Diese Frage wird aber durchaus unterschiedlich bewertet. Deshalb werden wir davon ausgehen müssen, dass sich in den nächsten Jahren mit den bauvertraglichen Folgen der Corona-Krise auch zahlreiche Gerichte beschäftigen werden. Diese werden aller Voraussicht nach die Kooperationsverpflichtung der Vertragsparteien wie auch die Besonderheiten bei höherer Gewalt in den Vordergrund stellen. Nicht zuletzt deshalb sollen die Baubeteiligten die hindernden Umstände sorgfältig dokumentieren, um im Falle eines Prozesses gut aufgestellt zu sein.